Startsignal fürs Finale der RegioTV Kinderschwimmtage. Mit dabei waren in den vergangenen 4 Wochen rund 150 Kinder in 5 Bädern der Region. Jetzt findet die Aktion von RegioTV und DLRG ihren Abschluss. Auch bei den beiden finalen Schwimmtagen im F3 in Fellbach und dem Hallenbad Herrenberg ist der Andrang groß. Die Eltern sind froh über die Aktion. Die Kinder bekommen mehr Erfahrung mit dem Wasser. Das macht Spaß. Ja, ich finde es eigentlich, also es kostet auch nichts für uns. Also gesehen, also ich finde es ist auch am Wochenende, wo jeder Zeit hat. Ich finde es generell gut, dass die Kinder einfach ins Wasser kommen. Sie kann jetzt noch nicht schwimmen, aber sie geht gerne ins Wasser. Daher finde ich es einfach gut. Ja. Mit anderen Kindern macht es vielleicht noch mal mehr Spaß und sind die Kinder motivierter, was zu machen. Mein Kind hat das Seepferdchen, hat schon mal die 25 Meter geschafft, aber im Moment schafft es nicht von der Länge. Also er kann sich ein bisschen über Wasser halten, aber es fehlt einfach noch die Übung. Deshalb hilft die DLRG den Kindern vor Ort, sich an das Wasser zu gewöhnen und die Angst zu verlieren. Das funktioniert laut Mitorganisatorin Marlena Meyer ganz gut. Als Fazit ist, dass es eine sehr gute Aktion war, dass sie auch sehr gut angenommen war. Die Plätze waren in kürzester Zeit voll. Ja, das zeigt uns einfach, dass der Bedarf da ist, dass die Eltern auch gerne Schwimmkurse machen möchten mit ihren Kindern. Das haben in der Vergangenheit wohl einige Eltern versäumt. In einer DLRG-Umfrage wurde bekannt, dass 60% der 10-Jährigen in Deutschland nicht sicher schwimmen können. Da wollen auch die Stadtwerke Herrenberg gegensteuern. Einfach, dass auch vor allem Kinder und Eltern merken, dass Schwimmen wichtig ist heutzutage, dass es die Kinder lernen und dass sie sich da engagieren. Und dass der Bedarf da ist, zeigt auch die hohe Nachfrage auf die RegioTV Kinderschwimmtage. Egal ob in Herrenberg, Fellbach, Böblingen, Kornwestheim oder Ludwigsburg. Die verfügbaren Plätze waren schnell ausgebucht. Denn der Hintergrund ist ein ernster. Kinder müssen schwimmen können.